Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum nächsten Video, Leute. Wir sind wieder auf quivergames.net, Leute. Wir werden heute wieder Blots bewerten aufnehmen, Leute. Ihr kennt das ja bestimmt, wir haben ja schon eine Folge gemacht, Leute. Hier unten sind ja meine Bewertungen und so, also Emerald Block, Dia Block, Eisen Block, Gold Block und Kohle Block, Leute. Diese Blöcke werde ich auf jeden Fall zur Bewertung nehmen, Leute, weil ich kann nicht einfach irgendwie was Großes oder so raushauen, Leute, weil das ist einfach für mich die Kosten ein bisschen zu blöd und so. Aber Leute, ihr könnt natürlich auch Sachen spenden, ne? Das wäre auch richtig cool für Blots bewerten und so. Und ja, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare reinschreiben, mal eure PHs irgendwie. Ich mal euch bewerten soll, dann seid ihr wirklich mal im nächsten Blots bewerten Video mal mit dabei und so. Und ja, ihr müsst aber natürlich auch online sein, nur so als Info, Leute. Und die noch nicht wissen, was so die Bewertung ist. Und zwar, Leute, Emerald Block ist natürlich dafür da. Also es bekommen wirklich nur die Leute, wo ich sagen tue, what the fuck, das GS sieht richtig geil aus, da ist so viel Arbeit drinne und so. Und Diablock, Leute, ist natürlich dafür da, wenn was richtig gut ist und so, aber noch nicht perfekt sozusagen, weil das ist ja dein Emerald Block. Und Leute, Eisenblock ist sozusagen so ein Mittelding, wenn ich mich nicht entscheiden kann, gut oder schlecht und so. Und natürlich, Goldblock ist natürlich so, naja, da kann man noch was machen und so. Also ist schlecht sozusagen, aber noch nicht ganz schlecht, weil ganz schlecht ist natürlich Kohleblock und so, und ja, das ist natürlich dann ein totaler Rotz und so, wer einen Kohleblock dann bekommt. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt einen Wendengenerator jetzt anschmeißen und mal gucken, wo mir heute rauskommt, Leute, was wir heute jetzt für Häuser sehen. Ich bin echt gespannt, Leute, und wir sehen uns gleich beim ersten wieder. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall beim ersten jetzt hier. Ihr wisst ja, wie ich das machen tue. Ich werde mal schreiben und so, die auf K sind oder nicht, Leute. Und erster Einblick, muss ich euch ehrlich schon sagen, ist richtig cool, Leute. Also, keine Ahnung, Leute, mal gucken, was das GS hier noch so bieten tut. Ich werde mir auf jeden Fall das GS einfach mal so ein bisschen angucken, Leute. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Leute, ihr könnt natürlich auch eure PHs mal reinschreiben, wenn ihr natürlich Bock habt. Dann werde ich vielleicht mein nächsten Video mal euch bewerten, Leute. Und ja, ich denke mir mal, das ist echt eine coole Sache, jetzt hier einfach mal zu bewerten. Okay, hier steht einfach mal 1,75 dran, 1,25, aber man weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß gar nicht, dass ein Shop ist oder nicht. Ich könnte mal ganz kurz einmal fragen, dass ein Shop ist oder nicht, Leute. Ich frage einfach mal, dass ein Shop ist, weil wenn ja, ist es ein bisschen blöd eingerichtet, aber wenn nicht, ist es ja so beliebend, wie man möchte. Hier ist noch irgendwie so mit Kohle was ausgehöhlt, okay. Okay, alles klar. Kasse. Noch nicht im Bau. Okay, die schreibt noch im Bau. Okay, alles klar. keine Ahnung, was das jetzt hier sein soll. Aber Leute, ich gehe mal ganz kurz mal nach oben. Weil ich mir mal das hier angucken möchte. Es sieht aber auf jeden Fall noch alles hier im Bau aus, Leute. Ich weiß nicht warum, aber die hat geschrieben, ich darf bewerten. Was ist denn das hier? Tafel scammerfrei, scammerfrei. Ach so, Ehrenmänner scammerfrei. Okay, alles klar. Finde ich echt eine nice Sache, sowas. Sowas finde ich eigentlich immer richtig cool, wenn Leute immer sowas machen. Da kann man immer gucken, wer wirklich gescammt hat oder wer nicht. Aber Leute, erster Einblick war echt geil, aber irgendwie das GS ist irgendwie meiner Meinung nach doch ein bisschen langweilig. In der Tat. Ich weiß nicht warum, aber Leute, ich werde einfach mal fragen, ne, auf diesem GS noch irgendwas ist oder so. Ich frage einfach mal, Leute, weil es sieht irgendwie doch ein bisschen sehr, sehr langweilig aus, Leute. Also wenn ich jetzt hier gespawnt bin, Leute, also hier herkomme, sah das wirklich schon geil aus. Ist ein kleines, niedliches Haus, Leute, aber ist, denke ich mir mal, kein Smaragd, Leute. Ich würde eigentlich schon sagen, es ist ein Eisenblock eigentlich. Mal gucken, wenn sie noch was schreibt. Nein, habe noch eine Farm, wo ich Essen farme. Zweites achso, GS. Plot. Achso, nein, und zwar, ich werde nur das GS bewerten, wo ich auch hinkomme. Aber Leute, ich würde sagen, es ist ein Eisenblock wert. Also, es ist, machst du ein Video? ja. Leute, ich würde sagen, ich werde Ihnen auf jeden Fall einen Eisenblock geben, weil das Blot ist, ist schon cool, Leute, aber ist nicht das Beste. Ich sag mal dazu jetzt, ist schon cool, das GS, aber nicht das Beste. So, Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall das geschrieben jetzt und ich bin jetzt echt gespannt, was mir noch heute vor GS-Übersicht bekommen. Ich würde sagen, wir werden wieder Wendengenerator anschmeißen und
Ich würde sagen, 3, 2, 1 und... Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt beim nächsten. Ich habe ihn wieder angeschrieben, ich darf oder nicht. Und er hat geschrieben, ich darf, Leute. Und mal gucken, das GS sieht wieder mit dem ersten Blick wirklich richtig cool aus, Leute. Ich bin echt gespannt, was dieses GS uns bieten tut, Leute. Aber von innen sieht schon wieder ein bisschen langweilig aus. Es sieht immer die ersten Einblicke immer schon geil aus, Leute. Auch wie das hier gebaut ist und so. Finde ich schon wieder richtig cool Design und so, Leute. Weil die Sache ist, ihr müsst wissen, ich kann es so nicht so gut bauen. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, wir kommen mal rein, weil er müsste uns mal die Türen mal öffnen. Mit P Mitte kommst du rein, Redstone ist aus. Ach so, okay. P Mitte, dann mach mal P Mitte. Ah, okay. Das ist echt eine coole Sache, wenn das Redstone aus ist. Das ist bestimmt nur für Beacons, okay, alles klar. Mal gucken, was hier drinnen irgendwie noch so besonders ist, weil... mal gucken, Leute, er führt uns bestimmt jetzt gerade rum und so. Ich bin echt gespannt, was hier noch so ist. Ah, Leute, guckt mal, hier ist so eine kleine Farm und so. Und sind das... achso, das ist Glas, okay, ich wollte gerade sagen, Leute. Hier hat er noch einen Banner. Okay, alles klar, Leute. Hier hat er eine kleine Farm, hier hat er so wie eine Lampe oder so, keine Ahnung. Mal gucken, was er hier noch so hat. Jetzt sieht es ein bisschen schon wieder ein bisschen besser aus, Leute, weil oben sah es ein bisschen langweilig aus. Ich denke mir mal, das GS ist auch noch in Arbeit und so. Hier hat er wie so ein Biegen, so wie ein, keine Ahnung, so was wie eine, wie sagt man dazu, so ein wichtiger Teil in den GS aufgebaut, Leute. Okay. Aber irgendwie, das sieht hier wirklich alles so richtig freundlich aus, Leute. Aber ich tue mich gerade ein bisschen, warte mal, von hier kam jetzt, oder? Ja, genau, von den Portal dort. Okay, das sieht schon irgendwie nach... nicht so mein Geschmack aus, aber Leute, ist ja jeden seinen eigenen Geschmack. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, aber es sieht schon cool aus, muss ich euch ehrlich mal sagen. Ja, das sind die Kisten, okay. Das heißt, es ist ein bisschen hier sein Lager, oder nicht? Wie es so aussieht. Okay, und was ist hier? Oh, yo, Alter. Ja, moin. Der hat sich einfach hier runtergegraben. Hier unten ist noch irgendwas. So, mal gucken, was hier unten noch ist, so. Ah, hier ist dann auf jeden Fall noch eine Arbeit, Leute, weil dieses ist ja hier, der will das bestimmt hier aushöhlen oder so. Aber mal gucken, was das hier... Hä? Hier hinten ist ja wirklich noch was. Okay. Mal gucken, was hier drinnen noch ist. Das ist irgendwie... okay, alles klar. Das ist noch bestimmt ja noch alles im Bau, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, zu diesem GS, Leute, ich will mal wieder nach oben gehen, mal, Leute. Weil... ich will eigentlich nach draußen. Wartet mal, Leute. So, Leute, dieses GS ist eigentlich so wie das andere. Also das heißt, Leute, ich würde auch wirklich auch sagen, Leute, wir auch jetzt wieder hier einen Eisenblock geben, Leute. Oder sagt ihr jetzt wirklich einen Diablock? Naja, ich würde sagen einen Eisenblock, Leute, weil es könnte wirklich zehnfach mehr sein, Leute. Ich würde mal sagen einen Eisenblock. Okay, Leute, hier haben wir ihn auf jeden Fall. Also, Leute, er hat auch selber geschrieben, ist natürlich noch nicht lange fertig und so. Deshalb werde ich ihm auf jeden Fall einen Eisenblock mal geben, Leute. Und ich schreibe einfach mal, ist schon echt cool. Mach weiter so und... Aber es ist noch nicht das Bestem. So, Leute, ich habe den das auf jeden Fall jetzt mal geschrieben und ich würde sagen, wir werden wieder einen Wettengenerator anschmeißen und mal gucken, wo wir jetzt auf jeden Fall mal rauskommen, Leute. Ich wünsche mir wirklich mal, wir kommen sowas von bei einem richtigen GS raus, wo ich wirklich mal ein Smaragdblock mal geben kann, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ich lasse es ein bisschen länger jetzt laufen, aber egal, Leute. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und Enter. Ja, moin. Ja, moin, Leute. Dieses GS hier. Ja, hier steht, mein CB ist CB6, aber ich bin gerade auf CB1, Leute. Hier machen wir es ganz kurz, Leute. Der hat einen Kohleblock auf jeden Fall verdient, Leute. Also, besser geht's natürlich nicht, Leute. Aber auf den GS ist noch gar nichts. Ja, ich habe jetzt einfach mal, der Block ist die Bewertung von den GS. So, Leute, ich würde sagen, das war jetzt die Bewertung von diesem GS. Komm, CP6, sorry.
So Leute, die Sache ist sonst ist ja ein bisschen unfair und so. Ich werde wirklich nur dorthin bewerten, wo ich auch hinkomme und so. Und natürlich auch nicht ein anderes CB oder so wechseln, Leute. Alles gut, XD. Jo, ich würde auch wieder sagen, wir werden jetzt den Ventengenerator wieder anschmeißen, Leute. Und ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich eigentlich schon, Leute, wenn wir wirklich mal ein heftiges GS mal finden, Leute. Ich bin so gespannt, Alter. WTF. Okay, 3, 2, 1 und go. Leute, wir sind auf jeden Fall beim nächsten. Ich habe wieder hin und her geschrieben mit dieser Person, die ich bewerten kann, Leute. Erster Einblick muss ich euch wirklich mal sagen, Leute. Ist es schon wieder richtig cool, Leute. Weil dieses Design finde ich einfach so cool, Leute. Wenn in ein Haus wirklich so viel Arbeit drunter steckt und so. Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall schon mal kein Kohleblock und kein Goldblock, Leute. Meiner Meinung nach sieht es wirklich schon geil aus, Leute. Weil hier ist so viel auf Design geachtet und so. Das finde ich schon cool. Natürlich gibt es bessere Häuser so, wo man mehr auf Design achtet, Leute. Aber alleine schon die Treppen, Leute, finde ich wirklich schon heftig, Leute. Und ja, es gibt noch 3 weitere Keller. Okay. Werde ich mir gleich mal angucken. Okay, hier unten, hier oben hat er ein bisschen ein kleines Lager und so. Okay, hier hat er einen schönen Balkon. Finde ich richtig nice. Achso, das ist ein anderes GS da hinten gewesen gerade. Egal, Leute. Hier hat er ein bisschen, wo er sich enchanten kann. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, hier oben hat er ein kleines Lager. Finde ich richtig schön, niedlich und so gebaut und so. Und er hat geschrieben gerade, er hat 3 weitere Keller noch. Das heißt, Leute, ich werde mal nach unten gehen wieder. Aber auf jeden Fall, das gefällt mir auf jeden Fall wirklich schon, Leute. Ist wirklich mein Geschmack jetzt hier. Zum Mini-Farm stand er da gerade. Was steht hier? Zum Birkenkeller. Er baut von... Okay, alles klar. Ja, moin, okay. Hat er noch irgendwie irgendwas oder so? Hier hinten ist er noch was. Ich gehe erstmal hier runter oder so. Okay, das sieht schon geil aus, wie der das hier alles so mit Holz gemacht hat. Okay, hier ist auch so ein Portal. Ach du Scheiße. Ja, moin. Ja, moin. Das ist jetzt hier noch nicht fertig, Leute. Aber, warte mal. Leute. Das ist, doch hier Netherstein oder nicht? Ach du Scheiße. Das hat er hier alles aus Netherstein gemacht. Wirklich? Alter. Oh mein Gott, bei mir leckt's gerade. WTF, Leute, das hat ja wirklich aus Netherstein alles gemacht. Ja, klatscht ruhig mal. Ja, moin. Das ist bestimmt noch nicht fertig, Leute. Ihr macht da bestimmt noch was richtig Cooles hin, aber WTF, das hat er mit Absicht hier so richtig cool gemacht. Alles klar, richtig cool finde ich das. Also Leute, ich muss euch wirklich sagen, das gefällt mir hier wirklich, das GS. Ich würde mal in den anderen Keller hier nochmal reingehen. Mal gucken, was jetzt hier noch drin ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was oben stande. Birkenfass. Okay, alles klar. Ich gehe natürlich mal in den anderen noch, weil der hat ja noch einen. Der hat ja geschrieben, der hat 3 und hier hinten ist ja noch eins, Leute. Zur Mini-Farm steht da. Mal gucken, was jetzt hier uns erwartet. Mini-Farm. Okay, hier ist. Achso, das ist da Wasser oder so. Okay, das ist wirklich eine Mini-Farm. Da hat er wirklich schon recht. Das gefällt mir wirklich, weil das ist so klein und so mini, finde ich das. Finde ich schon echt cool gemacht, muss ich euch ehrlich mal sagen. Und hier unten geht es ja weiter, WTF. Okay, Leute, ich muss euch wirklich sagen, finde ich richtig nice, Leute. Aber ich würde dazu wirklich mal sagen, Leute, es ist wirklich noch kein Smaragd, Leute. Weil da muss das GS wirklich ready, perfekt, fertig sein und so. Aber das GS ist ja noch nicht fertig und so. Oder hat er noch was hier draußen? Vielen Dank für eine Spende. Für eine Spende hier kann er Fisch haben. Ja, nee, aber Leute, please merchen, bitte auch merchen. Okay, Leute, ich denke mir mal, es ist auf jeden Fall kein Eisenblock wert, Leute. Okay, ja, kann man noch ein bisschen runter gucken. Ich würde mal sagen, und wie findest du es? Und wie finde ich es? Ja. Ist schon wirklich cool, muss ich ehrlich sagen, ist auf jeden Fall kein Eisenblock. Ich würde sagen, ist es ein Diablock auf jeden Fall schon mal wert. Und ich habe auf jeden Fall jetzt mal dazu, ist wirklich cool. So, ich schreibe einfach jetzt mal wirklich cool, Leute. Und Leute, das war's auf jeden Fall. Er bedankt sich auf jeden Fall mit dem Herz noch. Und ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich auch das Video schon beenden, Leute. Und ja, wenn ich natürlich mehr Plots bewerten Videos bringen soll, schreibt es mal in den Kommentar. Schreibt auf jeden Fall mal eure GS auch rein, wenn ihr natürlich Bock habt dazu. Dann werde ich vielleicht im nächsten Video mal bei euch sein. Und wie gesagt, Leute, ihr müsst auf jeden Fall auch online sein, sonst geht das ja nicht. Schönen Tag noch.
Ich schreibe mal dazu mal ganz kurz mal das gleiche. Ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr natürlich Bock habt, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich noch mal mir drehen, Hashtag und an mir, wenn ihr mich abonniert. Und aktiviert auch die Glocke, es wäre richtig nice, Leute. Und jetzt würde ich sagen, natürlich auf jeden Fall auch nochmal auf Instagram vorbeischauen, wäre richtig nice, Leute. Und ja, wenn ihr auch natürlich Bock habt, guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da ist ein Download-Link zu meinem Hashtag, Sim Armee, Minecraft Cape, Leute. Ladet das gerne runter, macht das gerne rein, werde richtig cool sein. Und jetzt würde ich sagen, habt einen schönen Tag, macht's gut, bleibt cool und ciao!